Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge mit mit meinem Twink. So, wir haben ja letztes Mal die Questreihe gemacht, wo wir uns alle Bündnisse angehört, alle Fraktionen angehört haben. Und ich würde sagen, ich gehe diesmal mit dem Syndikat. So, hi. Ich erkenne deine Skepsis, das Markenzeichen der Alchemisten. Hinterfrage, untersuche, enthülle die Wahrheit. So sind wir. Genau. Die Würfe sind gefallen. Ich habe mich für das Syndikat entschieden. So, und dann kriegt ihr ja normalerweise ein Fenster. Warum sollte ich einer Fraktion beitreten? An besonderen Fraktionsmissionen teilnehmen? Schließe Missionen für EP, Taler und Marken ab? Erlange Einfluss, um Gebietskontrolle festzustellen? Konkurriere strategisch mit feindlichen Fraktionen in PvP-Missionen? Erlange Zugang zu Fraktions-Elite-Ausrüstung? Das sind halt die Sachen, die du dir kaufen kannst. Und das andere ist halt, genießt die Vorzüge der Gebietskontrolle, verringerte Kosten für Werkstätten, Schnellreise, schließe Stadtmissionen ab, um die Siedlung auszubauen. So, und dann gibt es halt den ganzen PvP-Kram, ne? Fraktionskriege, Gebietskontrolle. Na, und so sieht das hier aus. Gebietskontrolle wird nochmal erklärt. Da gibt es ja halt diese Kriege. Das ist halt PvP. Fürs PvP markieren, das kannst du halt nur in der Stadt. Ja, du hast halt auch eine 30-Sekunden-Timer. Aber du musst es halt auch anmachen, ne? So, und jetzt können wir uns das aussuchen. Hier, wir sind normalerweise, also auf dem anderen Server sind wir Marodeure. Und ich hatte jetzt die Wahl zwischen das Bündnis und das Syndikat. Ich würde halt sogar noch irgendwann mal wechseln wollen, damit wir halt, weil es gibt auch Erfolge für die einzelnen Fraktionen, aber ich würde jetzt erstmal mit dem Syndikat gehen, bestätigen. Du kannst nur einer Kompanie mit Spielern aus derselben Fraktion beitreten. Wenn du für PvP markiert bist, kannst du dich nur mit Spielern aus derselben Fraktion zu einer Gruppe zusammenschließen. Vor dem Beitritt solltest du dich vergewissern, für welche Fraktion sich deine Freunde in New World entschieden haben. Deine Entscheidung ist dauerhaft. Du kannst deine Fraktion einmalig im Bio-Bildschirm wechseln. Danach kannst du sie alle 120 Tage erneut wechseln. Also man kann einmal direkt wechseln und nach 120 Tagen dann das nächste Mal erst. So. Aha, du bist bereit, die Schäfchen zu verlassen und die Wahrheit zu lernen. Aber zuerst habe ich eine Herausforderung für dich. Genau, man kann nicht so einfach beitreten, sondern man muss halt auch eine Zugangsquest machen. In der Nähe liegt das Schiffswrack eines Piraten namens Abadir. Die Alchemie brachte ihn um den Verstand. Er gewann Anhänger, indem er vorgab, Metall in Gold zu verwandeln. Gehe zu Abadirs Groll und kehre mit dem Fund zurück. Alles klar. Der Stein der Weisen ist zwar ein Hirngespinst, aber diese alchemistischen Komponenten sind für das Syndikat von unschätzbarem Wert. Auf diese Komponenten haben wir es abgesehen. Alles klar. So, machen wir mal eben die Karte auf. Auf der Karte ansehen. Heißt, wir sind da. Wir müssen dahin. Aufnahmeprüfung des Syndikats. Ne? So, bevor wir mal gehen, kann ich Geh mir zu dem mal. Schiffswrack, birg die alchemistischen Komponenten und kehre zurück. Das kann ich leider noch nicht angucken. Ich würde auch sagen, wenn wir die Aufnahmeprüfung gemacht haben, werden wir uns mal die Berufe angucken. Ich habe zwar jetzt schon mir gerade was zu essen gemacht, aber es wäre, glaube ich, wichtig, dass wir da noch was machen. So, gucken wir mal, haben wir Holz, haben wir Feuerstein, haben wir. So, wir müssen jetzt einmal an den Strand runter. Heißt, wir werden jetzt hier runterlaufen und von da aus. Oder muss ich von da aus rüber? Ich weiß es. Ich glaube, ich muss sogar von da aus rüber. Ja, ich muss, glaube ich, sogar von da aus rüber. So, wir werden jetzt hier einmal uns über die Felsen nach unten arbeiten. Obwohl hier ist direkt ein Weg runter, Tana. Ja. Für diejenigen, die nicht warten können, die gehen über die Felsen, wie ich. Alle anderen laufen den Weg.
Scheiße. Kann man machen, muss man nicht. Denkt immer dran. So, hier haben wir Beeren. Alles mit, ich nehme alles mit. Kann man für Kochen gebrauchen. Dann nehmen wir hier noch den Hanf mit. Sofern das Schweinchen mich jetzt nicht angreift. Nee, es lässt mich in Frieden, Gott sei Dank. Es gibt auch welche, die greifen euch an. Es gibt auch welche, die greifen euch an. So, damit haben wir den Hanf auch. Aktuell ist es sogar so, ich würde am Anfang erstmal alles mitnehmen. Guck mal, man sieht jetzt auch im Chat den Fraktionschat schon. So, jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, wie stark die hier sind. Weil wir müssen ja da vorne hin, da hinten. Aber hier ist auch schon ein Piratenlager. Hier ist, glaube ich, sogar auch ein Angelpunkt. Gucken wir mal. Gucken wir mal, wie groß die sind. Übrigens, ich heb die Feuersteine auf, weil unter dem Feuerstein... Ach Gott, Stufe 7. Ja, okay, damit können wir leben. Damit können wir leben. Unter dem Feuerstein können am Tage Regenwürmer sein und in der Nacht, wie ihr gerade gesehen habt, Glühwürmer. Glühwürmchen. So, hier ist eine Angelstelle nochmal. Hier war, glaube ich, eine Angelstelle. Nee, hier nicht. Hä? Oder sehe ich die einfach noch nicht, weil ich noch nicht, weil ich das noch nicht geskillt habe. Das könnte auch sein. Das könnte auch sein. So, dann machen wir uns mal auf den Weg zu dem Schiff. Hier sind leider auch überall verderbte Gebiete. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Weil dafür sind wir definitiv noch zu klein. Seht ihr immer daran, wenn ihr irgendwo lang kommt und das hier sich alles farblich verändert. Man sieht nichts mehr. Aber wir haben ja oben auch noch den Marker, ne? Huch. Bin ich jetzt dran vorbei? Ich habe ja hier gerade schon mal auf der Karte geguckt. Hier ist ja jede Menge los aktuell. So. Wir sehen nicht viel, aber ein wenig. So. Bevor ich jetzt anfange, mache ich mal eben mein Zeltlager neu. Erstmal das alte zerstören und dann können wir das neue setzen. Und das machen wir deshalb, weil wir noch klein sind und die Gefahr besteht, dass wir halt so einmal kurz ausruhen, damit wir heilen. Genau. Kann ich hier eigentlich Heiltränke machen? Habe ich? Ja, habe ich. Lass mal noch mal ein paar machen. So, habe ich genug Heiltränke jetzt in der Tasche? Ja, Essen habe ich auch. Ich habe noch Zwieback und ich habe auch Reisproviant. Gewöhnlichen Trank, ja, das ist schön. So. So, Dalle, wir brauchen verschiedene Sachen. Oh, hier ist Loot. Besiege 15, suche in den Truhen nach Öl und Katalysatoren. Öl haben wir. Das Meer ist gegen uns. Olli. Die Expedition leidet. Zunächst erwies sich die Flaute als schwierig. Jetzt suchen wir uns die Stürme heim. Wir scheinen auf dem Meer im Kreis zu fahren. Immer auf Isabellas Anweisung, aber man könnte fast meinen, dass die vom Ketzer angegebene Navigation darauf abzielt, uns Zeit, Nahrung und Zuversicht zu kosten. Unsere Vorräte gehen zur Neige und die Stimmung der Mannschaft verschlechtert sich. Ich vermute, die Mannschaft würde Isabella zur Verantwortung ziehen, wären da nicht ihre Krankheitsanfälle.
Nicht verursacht durch die Reise, sondern durch ein Fieber, das anscheinend bei Flaute zuschlägt. Vater Dante hat es übernommen, sich in dieser Zeit um sie zu kümmern. Wenn uns die Stürme heimsuchen, ist sie auf Deck und demonstriert eine Autorität und Befehlsgewalt, denen sich die Mannschaft nicht widersetzen kann. Die Männer fürchten sie, und immer wenn es gerade so scheint, als stünde eine Meuterei bevor, zerstreut ihr Auftreten alle Zweifel. Sie kommandiert auf eine seltsame Weise, nicht mit Fakten, sondern mit viel Überzeugung, durch die alle in ihrer Nähe eingeschüchtert werden. Sogar ich fürchte sie. Ich habe ihr gegenüber weder mein Tagebuch noch die Briefe erwähnt, die ich mitgebracht habe und die unsere Reise dokumentieren sollen. Ich habe das seltsame Gefühl, dass Isabella damit nicht einverstanden wäre. Okay. What the? Alter! Ja, du und dein... Gibt's ja nicht. Gib die mir eine auf die Mütze. Warte mal. Wir haben einen neuen... Das... Komm, wir unterbrechen die. Ist vielleicht auch nicht von... eine schlechte Idee, die unterbrechen zu können. Komme ich gar nicht aufs Schiff drauf? Müsste doch aufs Schiff drauf kommen, oder? Gibt es da keinen Weg hoch? Hoch oder rein? Also da nicht. Essen könnt ihr übrigens im Laufen auch. Hoch? Doch. Da gibt es bestimmt einen Weg hoch. Wollte gerade sagen. Gibt es noch einen Weg hoch? Müssen doch mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Also da kann ich nicht hochspringen. Da auch nicht. Schade. Also ich hätte jetzt erwartet, dass ich da irgendwie... Ach, der ist gerade getötet worden. Hallöchen. Oh. Au. Ja, du bist ein bisschen größer wie ich, ja? 43. Dankeschön. Mir fehlt persönlich zum Beispiel ein Danke-Emote. Hallo. So ein Danke-Emote wäre echt cool. Oh, er macht mir hier die ganzen Kisten frei, ist auch nett. Vielen lieben Dank. Nehme ich gerne entgegen. Aber wir brauchen ja auch die Mobs, ne? 15 Stück brauchen wir davon. Ich glaube, er sammelt eher die Kisten. Entschuldigt. Die Erkältung ist halt immer noch da, ne? Hallöchen! Sind das Kräuter? Jo. Das sind alles Kräuter. Alles mitnehmen. Noch sind wir klein. Lass uns die mitnehmen. Mal den armen Vogel von hinten erschießen. Erntearbeit 30. Ah, guck mal, jetzt können wir auch die Specials da machen. Das sind die Partikelteile. Werden wir unterwegs sehen, wenn wir dran vorbeikommen. Besonderes Hähnchen. Ja, wie viele Kräuter sind denn hier bitte an der Ecke? Das war ein Feuerstein.
Falls ihr euch fragt, warum nimmst du die ganzen alten Kräuter denn mit? Da braucht man auch so viele von. Da sind Gewürze drin. Denkt immer dran, ihr braucht beim Kochen später hier Oregano. Ihr braucht Gewürze für euer Backfood. Und die sind halt hier auch drin. Ja. Ich habe zum Beispiel gestern Estragon gesucht. War nicht. Ich hatte keins mehr. Und nicht mal im AH war welches zu kriegen. Ja. Es war halt für das Tankfutter keine Chance. Keine Chance. Deswegen, wenn ihr was seht, guck mal, jetzt haben wir Pfefferkorn, nehmt's mit. Ne? So viel Zeit muss sein. Nehmt's immer mit. So. Alter Schwede. Wenn ich vorne angekommen bin, kann ich hinten wieder, kann ich wieder weiterlaufen oder so. Ne? Vorne ist auch noch eine. Die eine nehmen wir noch mit. Und dann gehen wir weiter Piraten verhauen. Weil wir sind noch lange nicht fertig mit denen. Hallöchen. Oh. Vielleicht gar nicht auf mich reagiert gehabt, ne? Dass ich nicht hier drin stand. Ist auch nett. Dann machen wir sie noch mal. Ich denke mal, wir werden uns dann gleich auch am Ende hinporten nach Hause. Ich habe auch jetzt einen Hammer bekommen. Genau, das wollten wir. Speer hatten wir auch. Nam, 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 nam. Aber ich würde vielleicht wirklich mal mit dem Hammer gehen, wa? Hammer, Schwert und Schild. Lass uns mal den Hammer ein bisschen testen. Oh, und dann gleich zwei. Jawohl. Wir haben ja noch keine Fähigkeiten mit dem Hammerchen. Können zwar blocken. Hier wäre wahrscheinlich ein Schild sinniger gewesen. Tana, hier wäre ein Schild sinniger. Schild und Schwert. Du bist klein, Kind. Schnell das andere Essen in die Leiste. Kind, du bist noch klein. Du solltest dich nicht mit allen anlegen. Au. So, jetzt haben wir die erste Fähigkeit für den Hammer. Lass mal kurz gucken. Da. Was nehmen wir denn zuerst? Ich würde sagen, Rüstungsbrecher. Testen wir mal. Also mit der Axt habe ich auch schon gespielt. Bam, bam. Hörst du jetzt auf? Leg dich einfach hin. Juhu. Bam. Na, die hat nicht ganz so viel. Ey. Oh, Kasta. Hau ich mir mal so ein Ding rein und jetzt. Also das mit der Kampfmechanik, mit dem Drehen und so, ne? Das irritiert mich halt noch sehr hart. So, jetzt brauchen wir noch einmal Öl. Fertig. Lass uns abhauen. Ich würde fa sogar fast sagen, wir porten uns rüber. Könnt ihr auch mal sehen, aber wir nehmen vorher die Kräuter mit, würde ich sagen. Kräuter! Jetzt haben wir ein Hühnchen. Das kriegen wir wahrscheinlich aber nicht mit Mama, oder? Doch. Nee, wir werden uns gleich porten. So, nehmen wir die noch mit. Gucken noch mal, ob vorne die gleichen noch mal da sind. Und dann machen wir uns weg hier. Hier, das war ein Busch. Oregano. Ich glaube, das ist auch ein bisschen abhängig. Paprika.
in welchem Gebiet man farmt, ne? So, gucken wir nochmal, ob die anderen Kräuter wieder da sind. Ah, sieht nicht so aus. Juti, dann machen wir uns mal in die Stadt auf. Ich gucke ganz gerne nochmal wegen Erz, aber sieht nicht so aus, als wenn ihr was eher. Nee. Alles klar. So, mit Importen. Wenn ihr hier einen Gasthof besucht habt, könnt ihr einfach zum Rückruf in den Gasthof machen. Dann kniet ihr euch einfach hin und dann geht's rüber. Ist eigentlich ziemlich simpel. So, das war jetzt die Aufnahmeprüfung des Syndikats. Die gehen wir jetzt ab. Und dann können wir, glaube ich, direkt auch schon Syndikatsquest annehmen. Ich werde natürlich die PvE-Quest machen, nicht die PvP-Quest. Weil die sind einfach, PvP in dem Low-Bereich ist halt, die snacken dich halt einfach weg. Und da kannst du höchstens mit einer Gruppe, mit ein paar größeren machen. Ich würde da halt von abraten, das alleine mit Level 8 zu machen. Oder ich bin jetzt 10, ne? 10, 11. So. Wo muss ich jetzt hin? Da unten. So, muss ich meine Skillung aber gleich nochmal ändern. Weil ich bin gerade auf Geschick geskillt und habe aber einen Hammer auf dem Rücken. Ich muss Abadirs Vorrat an alchemistischen Waren loben. Wir Alchemisten horten gerne diverse Chemikalien. Das Katalysepulver, das du mitgebracht hast, können wir gut gebrauchen. Aber dieses Azotöl, unglaublich! Das wirft so viele Fragen auf. An diesem Ort, an den Kräften des Azot... Und daran, was diese Insel unsterblich macht. Dein Können und dein Verstand passen gut zum Syndikat. Willkommen in unseren Reihen. Ja, willkommen. Ich grüße dich, Sucher der Wahrheit. So, bei ihm hier kann man auch PvP beitreten. Dann hat er mir gerade Farbe gegeben. Welche Farbe? Oh, der Syndikatfarbstoff. Ja, damit kannst du deine Stiefel lila färben. Ja. Also wir haben jetzt lila Farbe bekommen. Das ist halt die Syndikatsfarbe. Und ich heb mir die immer auf, weil es noch ein bisschen früh, um alles einzufärben. So, wir gucken uns mal die Tafel an. Hier habt ihr jetzt verschiedene Sachen. Ne? Hier oben seht ihr einmal euer Ansehen. Also wie viel Ruf ihr schon gefarmt habt. Hier sind eure Marken. Das obere sind die PvE-Quests, die unteren sind die PvP. Ne? Das steht auch hier an der Seite. Belohnungen sind auch je nachdem, welchen Rang ihr habt. Ne? Es gibt ja Adept, Skriptor, Chronist, Kabbalist und Alchemist. Und je nachdem, welchen Ruf ihr habt, könnt ihr halt euch da Sachen holen. Ne? Es sind ja auch... Es gibt ja hier Waffen, Elite-Waffen, Ausrüstung und es gibt halt auch Siegel und vor allen Dingen hier diese Runen. Diese Runen braucht man zum Beispiel, um Taschen herzustellen. Dann gibt es hier auch noch Meißel, den braucht man, um Schlüssel für die Dungeons herzustellen. Also man sollte hier die Sachen schon nicht vernachlässigen. Ja, also wenn man sowieso seine Questrunde macht für die Stadt, sollte man halt auch gucken, dass man immer die Fraktionsquest mitnimmt. Und die werden wir auch gleich mal annehmen. Das heißt, man sieht auch, wenn man draufhält, welches Level die haben. Ne, und wie viele Punkte ihr bekommt, wie viel Gold ihr bekommt. Steht auch nochmal dabei. So, machen wir das. Wir haben jetzt zweimal das Bergwerk. Und hier sollen wir Schafe jagen. So, das nehmen wir halt alles an. Die Quests werden dann alle an der Seite aufgeführt. Gut. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt einmal
hier Cut und wir schauen uns in der nächsten Folge dann mal die Stadttafel an und die Berufe. Also, bis dahin. Tschüss.